Weiter geht's endlich mit einer neuen Folge hier im Internet-Café-Simulator. Absolute Belastung, mega gut. Wir gehen rein in die Belastung und gucken uns mal an, wie es denn weitergeht. Ich hatte ein bisschen weitergezockt in dem Game und es hat sich auch schon ein bisschen was getan. Rein da! Zack, guck mal da, Alter. Wir sind sofort anwesend. Mal eben die Maus-Sense ein bisschen runterstellen. So, lübt. Oh, erstmal direkt ein Durchbabbeln hier. Passt das vom Sound? Oh, ein bisschen hochdrehen, ne? Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass mir gleich das Kamel wieder in die Ohren reinschreit. Oder irgendwie die Butze abbrennt. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, Alden, wenn du doch hier runterbretterst, fährst du doch an Etage 2 dran vorbei. Und da geht ja mal gar nicht. Da müssen wir doch mal gucken, was denn auf der 2 ist. Zack, zack. Da ist die Konkurrenz, Alden. Da ist die Konkurrenz. Da steht er hier rum, schmökt sich schön ein. Und da kannst du hier internetzen, ey. Ist das der Hammer? Guck mal, da sind sie hier alle am Daddeln. An den Automaten, Alter. Hier schön an der Playsee oder was auch immer. Abgefahrener Scheiß. Und hier sind tatsächlich auch unterschiedliche Anzahlen von Leuten drin. So könnte es aussehen, sozusagen. Ganz geil gemacht. Ja, halten wir das mal im Blick und gucken mal, wie es bei mir aussieht. Jo, dann öffnen wir doch mal hier meine Butze. Ich habe auch ein bisschen aufgerüstet. Ich habe hier eine geile Glasscheibe und so Sachen. Automatisch öffnende Türen. Und, ja, bei mir sieht es halt gerade so aus. lübt der Laden, würde ich sagen. Also, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen aufräumen. Ist auch wieder ein bisschen eskaliert letzte Nacht, Alter. Kannst du dich ausdenken. So. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal den Laden auf. Wir machen erstmal auf. Strom an, Ratsching. Und dann ab an den Rechner. Schmeiß schon mal hoch die Karre. Ist immer krass, bis der hochgefahren ist, Alter. So, und dann müssen wir aber ein bisschen neu sortieren. Es wird ziemlich wild. Ich habe mir gedacht, allen hier mit diesen ganzen Flipper-Automaten hier, da kannst du ja ordentlich Kohle machen. Und man ist auch gar nicht immer damit beschäftigt, sich hier ranzusetzen und den Leuten den Zugang zu gewähren, dass sie dann endlich, zocken können. Was natürlich ganz wichtig ist, Alter, ich brauche einen Basie. Jetzt habe ich hier natürlich schon wieder aufgemacht und ich habe kein Basie. Und ich glaube, ich habe auch kein Basie im Rucksack. Ne, habe ich denn noch ein bisschen Kohlen? Ja, 900 noch was Ocken. Weißt du was, ich lasse die Butze einfach mal offen. Wir stellen das mal eben so hin, dass die Leute hier alle schön entspannt zocken können. So, den stellen wir einfach hier neben. Weißt du was, den stellen wir direkt hier im Eingang. Zack. Hauptsache, die Leute können schon mal ein bisschen zocken. Und, so, den machen wir einfach hier in der zweiten Reihe. Den auch. Ich glaube, die kommen schon irgendwie hier durch. Die werden das schon hinkriegen. Den drehen wir mal eben hier so an die Wand. So, wichtig ist einfach nur, dass sie jetzt hier schon mal, guck mal, da kommen sie schon an. Komm rein hier in meine geile Spielothek, Alten. Zack, da ist der Zwanni schon wieder drin. Weißt du, und ich muss den Leuten auch gar nicht irgendwie hier, den haben wir erstmal aufs Maul, Alten. Ich muss, das ist der Bandit, der kommt immer rein und will was klauen. Der hat schon ein paar Mal versucht, der hat mir mal einen Monitor geklaut oder irgendwie den Tower hat er mitgenommen. Weißt du, und die ganze Schererei hasse nicht, wenn du hier einfach reingehst und diese Automaten direkt holst. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Basie. Den stopfen wir mal in den Rucksack, Alten. Und dann nehmen wir nochmal so eine Sprühdose. Wenn es mal wieder mieft. Aber warte mal, die müssen wir auch dann grabben. So, Sprühdose auch in den Rucksack. Und ich glaube, ich nehme direkt mal einen zweiten Basie mit. Falls wir irgendwie nochmal einen austeilen müssen, hauen wir ihn direkt einen auf den Sack, Alten. So. Emir zum Beispiel. Alter, das ist der Bomberman. Dass der hier so frei rumlaufen darf. Katastrophe, Alten. Bäm, ich hau dir ein. Ich hau dir ein. Direkt. Direkt, wenn er vorbeikommt, zack, auf die Umme. So. Also, Basie 1 hingelegt. Dann erstmal hier ordentlich. Oh, siehst du? Pulle ist leer. Erstmal ordentlich für Duft sorgen.
Da liegen die. Ach, guck mal, er hier. Da wird dir ja schlecht, wenn du den siehst, ey. Alter, du stehst nicht nur rum, du stehst auch noch im Weg. Wie soll ich denn hier agieren? Warte mal, hier ist mein Spray. Dankeschön. Wie wär's denn mit einer ordentlichen Dosis? Schön. Ah, Duft. Sehr gut. So, hätten wir das auch geklärt. Alter, hier ist es aber auch was. Ein Saustall, Alter. Hier ist aber auch was los. So, Feuerlöscher platzieren wir mal hier vorsichtshalber. Und hier auch noch. Und dann fangen wir mal eben an, hier den Tisch und das alles neu aufzubauen. Alter, das ist schon ein bisschen wild. Vorteil, wenn wir den hinten stehen haben. Der Bandit muss erst durch den ganzen Laden sneaken. Und der Bomberman, der muss auch da erstmal komplett durchrennen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir das Teil so weit wie möglich in die letzte Ecke stellen. Ganz knapp, schön reingepresst in die letzte Ecke. So, ich verdiene halt hier Kohle und muss hier quasi gar nichts machen dafür. Die Leute kommen rein, die zahlen ihre Kohle. Ja, warte. Geh mal weg hier, Alten. Hier ist alles in allerbester Ordnung, Herr Offizier. Dankeschön. Rinja hauen, Alten. Nur, dass die Leute hier ziemlich viel Dreck verursachen, das ist echt unangenehm. So. Dann nehmen wir hier nochmal den Stuhl. Und den klatschen wir jetzt aber mal hier so ein bisschen so in die Ecke. So. Und ich glaube, hab ich keinen Strom mehr, oder was? Hier fehlt doch was. Ah, nee, der wartet jetzt hier quasi. Nee. Stuhl. Edde, Stuhl. Jetzt ist er geaddet. Okay. So, perfekt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Apparillos nochmal ordentlich aufstellen. Und wir müssen mal ordentlich hier durchmoppen, Alten. Alter, es ist ja hier übelst dreckig. Dreckig ist es immer noch. Also, wenn das irgendwie dreckig ist und wenn das irgendwie speckig ist und wenn das hier scheiße riecht, dann kommen die Leute, glaube ich, auch nicht so richtig häufig rein. Wollen wir nicht. Also sauber machen, Alten. Guck mal, das ist auch noch was. Jetzt ist es ja schon fast sauber. Was ein Geraffel. So, wir müssen mal ein bisschen aufbauen. Den. Jetzt stellen wir die mal hier so schön davor. Zack. Hör mal, geh mal, zock doch mal. Wobei, gezahlt haben sie ja eh schon. Kann ich direkt woanders hinstellen? Ich mach die dicken. Ei, ei, ei. Alter, was die einen Dreck machen, ne? Guck dir das mal an, was hier rumliegt. Die schmeißen. Guck mal, und wo die. Alter. So, Feuerlöscher muss hier hinten in die Ecke. Oh, guck mal, der Kunde wartet. Der Kunde wartet! Einen Moment, bitte! Alter, was ein Dreck! Was ein Dreck hier! Hör mal! So, hier ist der Kunde. Wartet auf Anfrage. Wartet schon nicht mehr. Danke. Zu spät, Alten. Ich könnte hier schon wieder putzen, ne? So. Und dass hier die, vor allem die Diebe und sowas, ne? Dass die halt weiter durchlaufen müssen. Dass der Bombentyp weiter durchlaufen muss und sowas. So. Alter, und ich muss hier wieder putzen. Du bist hier nur am Putzen. Oh ja. Hör mal, was machst du denn hier, Alter? Ich bin hier am Schrumm. Was ist denn mit dir los? Da komme ich hier rein. Was ist denn mit dir, Alten? Hör mal, du bist ja anders wild. Gleich haut er mir einen auf den Nuss, oder was? So, lübt. Ich würde sagen, ich habe schon mal ganz ordentlich aufgeräumt hier. Es ist nicht nur praktisch, sondern auch formschön, formvollendet und mittlerweile auch gar nicht mehr so dreckig. Lübt der Lachs, du bist hier tatsächlich komplett nur noch einmal hinterher schrubben. Was halt echt geil ist, man kann Stück für Stück auch so Skillen und so Sachen. Das hatte ich erst ja, relativ spät entdeckt. Ich guck mal, ob ich das irgendwie wiederfinde. Wo wäre das denn? Inventory. Drücken Sie X, um zu verkaufen. Hier, X, meine Fähigkeiten, genau. Man hat hier so Skillpunkte oben, 49 Stück. Dann kann man auf körperlich gehen oder auf Kaffee. Ich habe natürlich erstmal. Nein!
Die Sau! Alter, ich hab hier gerade aufgeräumt. Alter, ey. Er macht mich so hart fertig. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Ich sage es, wie es ist. Ich verstehe nicht, was das für einen Zweck hat, so einen Fregel ins Game einzubauen. Sag mal, kann er da nicht? Nee, okay. Wir drehen das mal so rum, dass da vorne direkt einer zocken kann. Was halt wirklich geil ist, man kann, wo waren wir gerade hier bei X, bei den Café und so, man kann hier Scarface, dank deines robusten Auftretens allen, sind die Zahlen der Kunden reduziert, was, die ohne Bezahlung weglaufen, genau, weil ich halt so ein robuster Typ bin. Und hier, Ex-Job, sie sind wegen ihrer alten Geschichten, bekannt und deswegen kommen da nicht so viele Diebe vorbei. Alles sowas ist natürlich mega. Ich bin natürlich erstmal hier weiter in Richtung Customer, also mehr Kunden, mehr Tipps und mehr Geld und sowas gegangen. Wir wollen ja erstmal ein bisschen Kohle machen, das ist, glaube ich, das A und O. Auch körperlich habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie gemacht, dass man hier irgendwie mal schön ein geben kann. Gar nicht gemacht. Ich will erstmal ein bisschen Kohle machen. Die Leute bezahlen schon. Oder wenn nicht, dann muss ich halt mit dem Basie mal nachhelfen. Und da gucken wir mal, dass wir hier demnächst einfach so ein bisschen hier weiter skillen, das Café weiter skillen, damit, wie gesagt, wenn hier mehr Kohle drin ist, sind wir schon bei 1700, dass wir dann auch hier ordentlich aufrüsten können. So, einmal wieder aufgeräumt, alles wieder richtig hingestellt, die Feuerlöscher immer griffbereit, denk immer daran. So, und die Leute können wieder ordentlich Kohle da lassen. Und wir müssen natürlich hier das Gerät mal wieder richtig hinstellen. Guck mal, es ist doch schon fast richtig. Der hat es gar nicht geschafft, hier richtig rumzubomben. Kriegen wir das hier so ein bisschen hingedrückt? Weißt du was, ich knall das da einfach vor. Und ich glaube, das lübt schon wieder. Das lübt schon wieder mit dem Lachs. Aber das ist gerade hier schlecht. Warte mal, den müssen wir nochmal richtig hinstellen. So, kriegen wir den so in die Ecke? Kriegen wir. Perfekt. Perfekt. So. So muss das. Erstmal wieder schrubben. So, genug geschrubbt. Da war der erste Kunde. Den lassen wir wieder hier rein ins Internet. Perfekt. Und dann lübt das Ganze. Also, jetzt gucken wir gerade mal. Wir haben von der Kohle her, sind wir schon bei 2000 Ocken. Das sieht alles ganz gut aus. Wir müssen gucken, ihn müssen wir halt gleich abkassieren, ne? Er ist da hart am Rumproggen oder was auch immer. Ich habe schon ein paar Games gekauft, auch auf Steam. Jawohl, schön am Zocken hier alle. Überall kommen die Kohlen rein. Das ist, glaube ich, echt der beste Weg. Hätte ich das gewusst, scheiß auf Computer, nur die komischen Spielomaten und gut ist. So, nein, ich höre schon, warte. Aufstehen, Panik. Feuer. Alter, was machst du? Es brennt! Ui! Nee! Ist doch wieder viel zu laut hier! Es brennt! Was machst du denn, Alten? Ja, lübt bei dir! Alles richtig gemacht! Lass dich bloß nicht stören von so weit. Kannst du nicht ausdenken, Alter. Ich glaube, ich muss mal wieder... Ja. Alter, der ist weg und der haut ab. Na, warte, du Bürschchen. Erst hier die Bude abfackeln und dann einfach den Schlanken machen oder was. Hör mal, lass mich mal hier eben durch. Ich muss den alleine prügeln. Alter, lass mich doch mal durch. Ich muss den mal eben alleine wegprügeln. Alter, jetzt muss ich gleich gegen 5 Leute kämpfen. Jetzt ist er zerbrochen. Uah, wo ist mein Basie? Basie! Da! Nein! Aua! Der haut mich gleich tot! Nein! Ich hab keinen... Yes! 55 Ocken! Dafür fight ich doch! Bis zum bitteren Ende, Alten! So! Schön! Alles wieder sauber! Perfekt, Dose ist leer.
lüppt der Lachs ein. 55 Ocken, also 55 Ocken, ja, ja. Ja, so, muss den ganzen Tag hart für schrubben, Alten. So, also alles wieder sauber gemacht, so einigermaßen. Die Kundin da hinten ist schon wieder aktiv. Jawohl, das läuft. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hatte ich nicht. Doch, da habe ich noch einen Basie. Ich hatte gerade schon den Eindruck, Alten, ich hatte doch mir... Ach, hallo, ja, dankeschön für die Kohlen. Ich würde ja gern zugreifen, aber irgendwie kann ich nicht. Kann ich sie irgendwie hoppala, vernünftig abkassieren? Hallo. Nehme das Geld vom Haufen. Alter, jetzt habe ich kein Geld bekommen. Lass mich mal eben durch. Die schlägt zurück. Ich mach dich fertig. Au, nein, nein. Verdammt, Alter. So, auch wieder sauber gemacht. Dem Dieb erstmal hier schön im Vorbeigehen direkt einen drüber zimmern. So, also, Laden lübt. Habe ich eigentlich Trinkgeld? Nö, ich kriege einfach kein Trinkgeld, ne? Unglaublich. Und ich habe echt überlegt, ob ich das nicht einfach lasse hier mit den Dudes, mit dem blöden Computer allen. Weißt du was? Ich lasse einfach hier, mache hier einen auf Spilo, lasse das hier schön laufen. Und wir bauen erstmal hier weiter aus, ey. Da waren wir ja gerade stehen geblieben. Hier können wir die Wände anmalen. Wir können den Boden irgendwie in einen schönen Teppich hier reinmachen. Schön PVC oder was. Und wir können aber auch hier Räume vergrößern. Kaufen. Eine Küche könnte ich kaufen. Farben. Und hier noch so Produkte. Was haben wir denn hier? Hotdog-Wagen zum Beispiel. Lautsprecher. Eine Alarmanlage. POS-Gerät. Was auch immer. Also solche Sachen könnten wir jetzt hier kaufen. Ich bin ja dafür, dass wir den Laden irgendwie mal vergrößern. 1400 und ich hätte eine eigene Küche. Ich glaube, das gibt natürlich übelst Sauerei. Aber ich muss das einfach mal machen. Wir gehen da rein. Alter, und eine Toilette kann ich auch noch gleich. Krass. Jetzt gucken wir erstmal, wie sich das hier... Wie hat sich das denn hier... Alter, das ist ja geil. Das ist ja mega gut. Das ist ja direkt hinter mir. Alter, hier ziehe ich ein. Kann ich denn jetzt hier mein... Ich kann gar nichts umstellen. Alter, das ist ja luxuriös. Regelrecht. Erstmal schrubben. Alter, ohne Scheiß, ne? Ich hoffe, man kann irgendwann Angestellte irgendwie holen, die dann hier anfangen zu schrubben. Du kannst dir das nicht ausdenken. Das wird ja immer mehr. Feuer! Feuerlöscher! Intervall! Leer! Next! Oh. Warte mal, der war leer, ne? Schmeißen wir direkt weg. Direkt entsorgen, Alter. Warte mal. So. So viel Zeit muss sein. Ja, krass. Krass, krass, krass. Jetzt brauche ich schon wieder hier diesen Geruchsneutralisierer wieder, weil der ja hier wieder riecht wie allen. Aber funktioniert noch alles. Das ist halt das Allergeilste. Es funktioniert einfach makellos. So, da ist der Dieb schon wieder gewesen. Also, ich kann jetzt das Ding gar nicht verstellen. Ich stehe hier immer noch direkt am Eingang, habe jetzt hier allerdings eine Küche. Was mich natürlich jetzt interessiert ist, kann ich auch hier platzieren? Ja, kann ich. Das heißt, ich baue hier zum Beispiel diese Gerätschaften direkt mal hier nebeneinander hin in diese Küchenzeile. Das ist ja richtig geil. Guck mal, die sind sogar noch kleiner als dieser andere Apparillo, ey. Richtig gut. So, keine Ahnung, irgendwie so. Zack. Dann kommen die ganzen guten Geräte hier an die Küche. Hier haben wir noch so ein. Es lohnt sich einfach. Ich hätte wahrscheinlich von der Kohle, wobei, nee. Jetzt spare ich halt nochmal Kohlen. Und dann ist da quasi der nächste Schritt, hier die ganze Butze nochmal weiter auszubauen zu einer richtig geilen Spilo. Richtig schön ein auf Spilo, Alten. Ich bräuchte dann auch irgendwann so eine Mutti, die sich dann hier hinstellt und die Kunden dann auch lecker immer schön mit Kaffee versorgt und so Sachen. Ne, da muss halt auch so ein bisschen, das ist ja auch familiär.
wenn man dann hier so zu zocken, so zum Zocken und dann ist man hier mit dem Kaffee wird man versorgt und so, ne? Das schmeckt. Da haben die Leute ihren Spaß. Manche wollen halt hier die alten Automatendinger bedienen. Den lassen wir hier nochmal ein bisschen im Weg, falls der Dieb hier ankommt. So, ich würde sagen, das sieht doch schon mal alles richtig schick aus. Wie bei mir zu Hause regelrecht. Affen geil. So lassen wir das. Wenn noch nicht passiert, natürlich gerne den Kanal abonnieren für jede Menge wilde Simulationsgames. Bis zum nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.